Darin Willkommen zurück zum Tomb Raider 2 Let's Play. Wir befinden uns hier jetzt im... Boah, schlag mich tot. Ich glaube, vierten Level. Was habe ich gesagt? Hier irgendwie Opernhaus oder so. Statistik. Genau, das Opernhaus. Und wie ihr sehen könnt, habe ich es auf Deutsch eingestellt bekommen. Das ist jetzt von Steam aus nicht direkt möglich gewesen, aber mit einem... Aber mit ein bisschen Rumgetrickse hat es dann doch funktioniert. Verdammt. Ah, der ballert uns hier schon wieder ab, der Sack. Fängt ja grandios an, ey. Nur weil ich hier aus Versehen den Rollenknopf gedrückt habe. Boah, Fischlara. Okay, ich wollte mich eigentlich umgucken. Das kann ich dann jetzt vergessen. Gucken, können wir den von hier abknallen? Der ist doch da hinten. Komm schon, zieh deine Waffe, Baby. Und? Ich glaube, das wird nichts. Was? Zeig dich. Ach, jetzt. Die macht's mir nicht leicht hier. Ja, ich habe auf Deutsch eingestellt, erfolgreich. Sowohl den Text, die Stimme, glaube ich, auch. Aber das werden wir dann sehen. Ist ja schon... Der ballert doch. Ich höre den noch schießen. Komm schon. Ich hab den gleich. Jetzt! Jawohl, der ist weg. Können wir da hinschwimmen? Hallo, tauchen. Tauchen. So, dann schauen wir uns hier direkt mal nach diesen Relikten um. Die hier irgendwo sein müssen. Aber hier anscheinend nicht. Tja. Gut, wir sind schon halb tot, weil uns die Kiste irgendwie die Hälfte unserer Leben abgezogen hat. Und dann hat der noch ein bisschen auf uns rumgeballert. Und ich muss mich wieder an die Steuerung gewöhnen. Und macht natürlich Sinn, dass so eine Kiste, die uns trifft, uns halb kaputt kloppt. Aber hier der Typ mit seiner Uzi oder was das da ist, oder schallgedämpfte Pistole, natürlich nur so ein bisschen Leben abzieht, ne? So, man könnte da drauf. Da oben ist ein Fenster, wo man eventuell durch kann. Bringt es mir irgendwas, wenn ich hier hingehe? Bartoli. Ein Bildchen. Und hier ist ja gar nichts. Hier ist ja gar nichts. Können die vielleicht irgendwas schieben? Das hier sieht doch so komisch aus. Naja, kann man nicht, hätte sein können. So, dann müssen wir wohl hier hin, weil hier habe ich schon die Leiter hier gesehen. Ja, die nehmen wir dann auch. Hupsa! Ja. Hoffentlich ist da niemand. Auch keine Ratte oder so. Ne. Nix da. Upsa. Und aufgepasst. Also, ich kann hier oben hin. Ja. Und da ist ein Schalter schon mal. Und geht's noch weiter nach oben? Tatsache. Okay, den drücken wir schon mal. Mal gucken, was dann aufgeht oder uns auf den Kopf fällt. Oder ach, nicht springen. Oh, ein Schlüssel und oben, oh Gott, so ein Raufbold da drin. Was ist denn hier? Kann man das schieben? Oder ist das eine Tür, die... Ne, ist wohl eine Tür, die irgendwie aufgeht, irgendwann, wenn ich irgendwas mache. Tja, jetzt gehen wir mal noch weiter nach oben, das geht ja noch. Jawohl, hat funktioniert. Oh, ich höre den noch schon hier rumlatschen. Kann ich einen Rückwärtssprung machen? Ich glaube, ja. Toll. Ich falle aber wieder ins Wasser. Boah, ist das nervig hier. Da denkst du dir, ah, komm mal, Rückwärtssprung, da spare ich ein bisschen Zeit. Am Arsch. Klettern wir eben wieder die Leiter nach oben. Ach, Lara ist schon wieder ganz erschöpft hier. Schon wieder am Rumkeuchen. Ein bisschen Leiter klettern da.
So. Los. Ist das anstrengend? Wer baut denn solche Leitern? So, und runter hier. Jawohl, hat funktioniert. Perfekt. Kann man da rüber? Erstmal will ich da drauf. Jawohl. Ist hier was? Ist ja gar nichts. So verarsche, warum bin ich denn hier hingegangen? Nee. Ich denke immer, die Quadratblöcke kann man irgendwie verschieben, aber am Arsch. Geht nicht. Puh, dann springen wir mal darüber. Das dürfte ja funktionieren. Jawohl. Perfekt. Jetzt sind wir auch gleich wieder am Anfang. Ich glaube, da müssen wir auch hin. Dann können wir nämlich von da dann da reinspringen. Da in die Luke. Upsa! Jawohl. Perfekt. Ja, jetzt können wir da, denke ich mal, so rüber jumpen. Ich speichere aber mal. Falls ich runterfall, dann muss ich hier nicht wieder den ganzen Weg hochrennen. Und schon mal eine neue Waffe, eine andere Waffe nehmen für den Typen da drin. Ja, nehmen wir mal die Automatik. 400 Schuss, ey. Die werden wir ja nie los. Gucken wir mal, ob der normale Sprung reicht oder... Puh, ich glaube ja... Nee. Doch. Ha. Jawohl, der ist weg. Vom Fleck. Hier, Lara. Nein, nicht zur Seite. Nimm mir den Schlüssel. Aha. Aha. Ein Schlüssel. Aha. Den nehme ich. Aha. Okay, da kann man hoch. Und hier sind Kisten. Kann man die verschieben? Ah ja, guck mal, dahinter, da ist doch eine Lücke. Und die hier sieht so heller aus wie die anderen Kisten. Die kann man doch bestimmt schieben. Oder auch nicht. Pff. Was ist denn da? Das ist so ein Loch. Da. Das ist aber nur dunkel. Machen wir hier Fackel an. Ne, ist nichts drin. Pff, komisch. Warum ist das denn hier so? Ich kann hier nichts schieben, nichts anklicken. Ist das nur, um Leute zu verarschen? Naja, kann ich nichts anpacken. Will die nicht. Hm. Ja. Wir sind ja auch nicht an der chinesischen Mauer, wo irgendwelche 10.000 Tonnen stehen. Steine sind, die könnten wir natürlich verschieben, aber hier sind ein paar marode Holzkisten, die packt Lara nicht an. Die könnte ja einen Splitter in die Finger kriegen. Ah ja, okay, wir sind hier durch. Ich weiß, wo wir sind und warum habe ich jetzt einen Schlüssel? Es gibt doch gar keinen Ort, wo ich den benutzen kann. Obwohl, da hinten könnte man vielleicht hin springen. Ich gehe mal runter. Und zwar mit einem Köpper. Ja, Style, ja. Boah, ist das stylisch. Warum bin ich hier runtergesprungen? Ich dachte, hier ist ein Weg. Das sah nämlich so aus von da hinten. Pff, hier ist gar nichts. Ich wollte da oben irgendwie hin. Oh. Okay, suchen wir Schlüsselloch. Ein Schlüsselloch. Ein verdammtes Schlüsselloch. Gehen wir mal hier hoch wieder. Müssen wir. Ah, deshalb dauern die Level auch hier Tomb Raider 2 so lange, weil du fünfmal den gleichen Weg immer kletterst oder rennst oder wie auch immer. Weil entweder fliegst du runter, weil du einen Fehler gemacht hast irgendwo, oder du springst von selbst runter, weil du denkst, oh, hier muss ich sowieso nicht mehr hin. Und dann. Oh nein, ich muss da ja noch hin. Scheiße. Und Pech gehabt hast du dann. So, jetzt sind wir wieder oben. Bumm. Ups. So, jetzt gedenke ich, da hinten zum Fenster hinzukommen irgendwie. Das dürfte doch klappen. Wenn ich jetzt nicht beim Springen versage. So, rückwärts und vorwärts und... Jawohl. Hat schon mal geklappt. Nicht in die Kiste laufen, dann bin ich weg. Ah, hier. Siehst du da? Da ist ein Vorsprung, da kann man noch hin. Hopp. Boah. Ja.
Ja, da hinten sehe ich schon wieder eine Leiter in der Ecke. Da den Vorsprung, da kann man hinspringen, denke ich mal. Speichern. Speichern, 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 speichern. Wir wollen ja nicht 5000 Mal alles machen. So, gucken wir mal. Das dürfte doch funktionieren, oder? Jawohl. Ist da drin? Oh, Glasscheiben. Ich glaube, da... Ich glaube, das sind Glasscheiben. So kaputte, so pixelige. Ich glaube, da sollten wir nicht drauf springen. Wie kann ich denn hier hinkrabbeln zum Fenster? Ah ja, guck mal, das geht. Können wir jetzt hier fallen lassen und... Ah ja, guck mal. Funktioniert doch. Nur letztens nicht. Das war wohl dann zu tief, da im ersten Level. Wo ich das versucht hatte. Ach. So. Hier, mach mal da hinten auch kaputt. Und da auch. Mal weg da. Verdammt. So. Ja, Glasscherben. Ich glaube, da sollte man nicht durchrennen. Habe ich zumindest so in Erinnerung. Und boah, was ist denn hier? Hier geht's doch wieder... Hier unter uns ist doch jetzt wieder Wasser. Nix, ne? Ja. Was soll das jetzt hier? Ist das irgendein Witz? Wer baut denn an so einer Stelle ein Fenster, wo nix ist? Lustig, die Italiener. Kann ich da so hoch vielleicht? Nein, natürlich nicht. Sehr suspekt, das Fenster hier. Wer baut denn sowas? Macht gar keinen Sinn. Hm. Von hier werde ich wohl auch nichts Besseres sehen. Ich habe ja so einen Verdacht, dass hier irgendwo ein Rätsel versteckt ist, aber also Rätsel, ne? So eine Figur, aber sehe ich ja nicht. Okay, dann gehen wir hierher. Genau, hier ist die Leiter, da... Ja, gehen wir da mal hoch. Hier ist wohl nix. Hier ist gar nix, also weg hier. Klettern wir wieder. Ja, ja. So, perfekt. Wir sind hier schon mal... Hier sind wir weg, denke ich mal. Da ist ziemlich dunkel. Und hier ist... Ich denke mal gar nichts mehr. Verdammt, kein Rätsel gefunden. Wobei, könnte man da aufs... Da oben, kann man da vielleicht hin? Ich könnte ja da auf den Vorsprung, aber könnte ich da noch da hoch? Speicher mal. Gucke ich mir an. Oh, ich will ja hier erkunden, so gut es geht. Verdammt, und... Jawohl, das hat schon mal geklappt. Ist da so hoch? Kann man da vielleicht... Ich glaube, so hoch springt Lara nicht. Aber sonst ist ja auch nichts, ne? Ne, da sind nur die Glasscherben. Ich glaube, das geht nach viel zu hoch. Wie will denn da hin? Gut, dann gehen wir hier wieder weg. Verdammt. Oh, dann brechen wir uns aber die Knochen. Ob die das schafft, da so reinzuspringen? Hey! Jawohl, perfekt. Hier, mach mal eine Fackel, ist ja dunkel. Ah ja, guck mal. Ah ja, und hier kann man den Schlüssel verwenden. Gehe ich mal von aus. Jawohl. Zack. Und rein damit. Der normale Mensch verwahrt den Schlüssel irgendwie in der Hosentasche auf, aber nicht Lara, die packt den hinten in den Rucksack. Ah, seltsam hier, überall die Türen. Und da ist eine Leiter und hier ist auch was. Pfah, da können wir runterrutschen. Ich bin nicht doof. Ob ich da hochrenne? Nee, 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 nicht mit mir. Nicht mit mir, Kollege. Ja, wo sind wir denn jetzt hier schon wieder? Puh, Alter. Die Musik hört sich schon mal doof an. Doof an. Oh, wenn wir da runter knallen, ist aber Ende. Boah, Schwede! Speichern. Ich glaube, da müssen wir rüberspringen. Und ich hoffe, die Dinger fallen nicht runter. Die sehen nämlich ganz schön marode aus. Oh, habe ich doch gewusst. Verdammt. Ah, jawohl. Das sieht schon mal gut aus. Warum ist da so ein Holzding? Kann man das gewinnen? Aber hier ist wohl kein Rätsel versteckt. Also immer ein Rätsel, ein Geheimnis. Ich wüsste auf jeden Fall nicht, wo. Nein, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus.